Yes. Und dann? Kämpft wie eine Frau. Ja. Ach komm schon, Baby Goal. Nimm das. Bisch. Hört das vielleicht auch irgendwann nochmal auf? Nimm das, Bitch. What is happening? Yes. Hab sie. Und nun? Okay. Aufdrücken. Drück auf die Fernbedienung. Nicht. Du. Ah. Ich Flattertüten? Stech dir in die Augen aus. Was? Ist da oben noch was? Donner? Donner? Ja, was, Donner? Goal! Sag doch was! Na, Cletus, so nicht. Komm zu dir! Warte mal. Nochmal ins Maul. So, und dann. Ah, das ist eine andere Fernbedienung. Okay. Ah. Wow, what? Netter Versuch, Rotschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wäre ich auf einer Müllhalde geboren, ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Das ist Donner. In Golds Körper. Nein, ist sie nicht. Komplett verwirrt sein. Also oder doch? Kompletter. Ich werde nicht zulassen, dass er gewinnt. Können wir das nicht bereden, nachdem du mir hochgeholfen hast? Komm schon, hilf mir hoch. Ach, du bist nicht in der Position für Verhandlungen. Gib mir die Fernbedienung, dann höre ich dir vielleicht noch ein bisschen zu. Ist das die Krawall-Goal-Fernbedienung? Die gebe ich vorerst nicht mehr aus der Hand. Sie ist jetzt mein einziger Trumpf in diesem verworrenen Spiel. Die gebe ich vorerst nicht mehr aus der Hand. Sie ist jetzt mein einziger Trumpf in diesem verworrenen Spiel. Rot müsste Krawall-Goal sein, richtig? Zum letzten Mal. Gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung. Oh ja. Ich weiß. Du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Hier geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung, oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi. Nein, du hirnverbrannter Volltrottel. Ich sollte dich... Bam. Goal, das war ja... Wow, gut gemacht. Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch. Ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar. Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Naja. Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre dann noch.
Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein, aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Da ist doch irgendwas. Raus damit. Ja, wie soll ich sagen? Sag es einfach. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Naja. Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein, es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Roll, lass mich nicht hängen. Ich hab dir doch alles gesagt. Roll. Alle Goals. Ah ne, und Cletus. Na, Rufus, hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Dammit. Ich sagte doch, du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich hab zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt rum? Tja, sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi-moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog, der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Argument. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Was hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Janosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten, dass ich nicht lache. Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Hey. Okay, Themenwechsel. Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Der Held läuft auf die Startbahn, klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist. Irgendwie sowas. Yeah. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Hier fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei. Und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal. Für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Oh oh. Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn
bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Toll. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, wohl gehört zusammen. Wartet, ich... Ja, schon. Langsam anstrengend hier. Auch das noch. Sie haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Au. Ruwusch, alle mal aufgebascht. Es ist Ruwusch. Hurra. Hurra. Die ist schon wieder am Rauchen, Ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass mich schnell alle zusammentrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Eh schon wieder. Goal, du, aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall-Goal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby-Goal nicht auch vermissen? Tja, ich habe da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Boom. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nie. Argus Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponierenden Untergrundorganisationen. Aber ist egal, lass die Körper stehen. Jetzt ist sie zu spät zu gehen. Überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Hussa, wie wär's mit Heilbronn? Hussa! Not, ja, war ja klar.